Meine Damen und Herren, Publikum der Großen und der Kleinen und der ganz, ganz Großen und der ganz, ganz Kleinen. Was geht? So, einmal vorab, nur mal so als kleine Frage, gibt es eigentlich irgendwelche Hindernisse oder Blockaden, irgendwelche geistig unbewussten Erscheinungen, die euch aufhalten könnten, ein Like da zu lassen? Jetzt! So, erstmal willkommen zu einem neuen Video à la Pepe. Und das Thema des heutigen Videos wurde ja schon im letzten ein paar Mal ein bisschen angespoilert und ein bisschen erwähnt. Und ja, es geht um einen sehr, sehr geheimnisvollen und mysteriösen Datenträger. Mit einer wirklich crazy, crazy Hintergrundgeschichte. Und diese will ich euch jetzt mal kurz näher beibringen, okay? Okay? Okay. So, das Ganze hat angefangen, in meiner Ausbildung. Und zwar am Montag, da bin ich so üblich ins Bett gegangen. Und dann ist der Dienstag gekommen. Und der Dienstag war ein besonderer Dienstag, weil da war mein erster Berufsschultag. Nicht mein erster, ich glaube, das war das zweite Berufsausbildungsschuljahr. Oder vielleicht sogar das dritte. Keine Ahnung, davor war ja übel lang Ferien und da haben wir ja immer normal gearbeitet. Aber dieser Tag, da habe ich so richtig, richtig scheiße davor geschlafen. Also keine Ahnung, meine innere Uhr ist richtig, richtig komisch gefickt worden. Und ich habe in der Nacht richtig verrückte Scheiße geträumt. Keine Ahnung, über drei verschiedene Themen. Ich kann mich aber nur noch über ein Thema richtig erinnern. Und dieser eine Traum war wie folgt. Ich war in einer ziemlich bergigen Gegend. Also nicht so bergig, sondern mehr so hügellastig, aber trotzdem mit viel Bäumchen, Bäume und so. Und aber auch so ein bisschen schottermäßig, so leicht. Und ich habe da geträumt, dass das nicht so normale Hügel waren, sondern dass das quasi, dass überall Wasser war. Also wie so ein Meer, Alter. Kennst du den Film 2012? Es waren so richtig hohe Wellen, die immer so komisch ab und aufgegangen sind. Und das Wasser, das war nicht so normales Wasser, das war so ganz komisch trüb grau. Also gar nicht trüb, man hat einwandfrei durch das Wasser sehen können. Und es war so ähnlich wie, das kennt jetzt wahrscheinlich keiner, aber so ähnlich wie in Emergency 4, Alter. Da gibt's bisschen Stadt, Land und so. Und dann gibt's auch noch so ein paar Flüsse und so ein Meer oder sowas, keine Ahnung. Und so hat es ausgeschaut. Hat auch vielleicht so einen leichten Flair gehabt wie GTA-Meer, Alter. Kennst du das? Ich hab das bloß mal kennt von. Kennst du das? Ich hab das nur mal so auf der PS4 von meinem. Nein. Auf der PS4 Vita, oder wie das Teil heißt, ihr wisst schon, das kleine Drum da. Darauf hat er GTA gehabt und in dem GTA, da war auch so richtig ugly, trübes, graues Wasser. Aber es war definitiv mehr wie bei Emergency. Also so, ich finde bestimmt ein paar Screenshots, die wo ich da einblenden kann. Und dieses Wasser in den Bergen, das ist auch nicht, wie es sich mit der Physik verhält, normal ab- und aufgegangen, sondern so richtig schnell hoch. Also der Pegelstand von der Welle hat sich wirklich unphysikalisch, komisch, einfach ganz schnell verändert und immer hoch und runter. Und wenn du nicht aufpasst hast, dann bist du von dieser Welle gleich mal 10, 15 Meter gleich den Hügel hinunter gewandert quasi. Und jetzt kommt das Besondere, ihr habt da geträumt, also ihr habt gesehen, auf den Grund, ich glaube, des Schotters, wieder haufenweise USB-Sticks liegen. Also jetzt nicht besonders früh, aber so genug. Und ihr habt geträumt, wie ich danach tauche oder wie ich zumindest sehr interessiert war, einen von diesen USB-Sticks zu ergattern. Genau, ja, das war so im Grunde schon der Traum. Und dann will ich am nächsten Tag in die Berufsschule wieder fahren will und an meinem Gleis so aussteig, gehe ich so entlang. Das waren die allerletzten Gleise, Alter. Da muss man gefühlt so ewig weit rennen, bis man mal zum Ausgang kommt. Und dann, also renne ich halt so das, ich renne nicht, ich laufe, nein, ich gehe. Ich gehe so das Gleis so entlang und dann kommt links so ziemlich breite Treppen. Davor sind nur so Haufen Radl und dann gehe ich so die Treppen ab, so an der Seite der Treppen. Zack, 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 Stufe für Stufe. Und was sehe ich auf der allerletzten Stufe links? Genau rechts vor mir. Was liegt da? Richtig. Mr. fucking Michael Jackson. Ich natürlich gleich so, wow, bro, where come you then from? Und er so, perhaps straight out the fixtures from their mothers. Just like everybody else. Right? Klingt plausibel. Okay, so viel zum Gag. Scheiß Arschloch. Und schwer zu erahnen, es liegt ein USB-Stick da. Dieser USB-Stick.
Und natürlich, wie ich bin, Alter, habe ich den gleich eingesteckt, um ihn mitzunehmen. Jetzt muss man sich mal überlegen, Alter, was ist es für ein Zufall, dass ich so eine wilde, crazy Scheiße trage? Und dann finde ich zufällig diesen USB-Stick einfach. Ist doch crazy. Ist das noch ein Zufall, meine Damen und Herren? Sicher? Ich glaube nicht. Ja, wer weiß. Wer weiß, wer scheiß. Genau, und jetzt ratet mal, was auf diesen USB-Stick drauf war. Es ist Antwort 1, Long Dong Schlong Fotos von Mada Ting Tong. Antwort 2, irgendwelche komischen Gesangsaufnahmen. Antwort C, nicer, leckere Rezepte für vegane Kuchen, yummy. Oder Nummer D, die Anleitung für den ultimativen Bing Bing Bang Dance. Oder andere Antwort, waren es bloß irgendwelche stinklangweiligen Urlaubsfotos, worüber es sich gar nicht lohnt, so ein aufwendiges Video zu machen. Scheiße, Alter. Nehmt euch doch mal kurz Zeit und pausiert jetzt dieses Video und schreibt in die Kommentare, was drauf war. Was denkt ihr, Alter? Was ist die Antwort? Soll ich es euch sagen? Ja? Unbedingt? Ja? Ja, so kann ich schon einrichten, so wie eine leere Wohnung, verstehst? Antwort A, falsch. Bullshit, natürlich nicht. Stop! Und Urlaubsfotos? Alter, das macht doch gar keinen Sinn, dass das Video dann jetzt online ist. Da muss irgendein Plot noch sein. Und meine Damen und Herren, es gibt einen Plot. Soll ich die Wahrheit erzählen? Die ganze Wahrheit. Wirklich die Wahrheit, wirklich, ich schwöre. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Meine Damen und Herren, die Wahrheit ist... Das ist wirklich ein bisschen nahegehender Moment für mich, okay? Die Wahrheit ist, dass ich diesen Stick jetzt, ich weiß nicht wie lang, vor 2 bis 3 Jahren gefunden habe. Und aufgrund meiner Historie, wie ich sie auch schon in dem Bing Bang Bang Video erwähnt habe, habe ich damals schon gewusst, ich mag doch wieder mit YouTube anfangen. Und da habe ich mir gedacht, bruh, war es nicht viel spannender und nicer, live den Inhalt dieses USB-Sticks zu discovern. Die Antwort ist also, ich habe keine Ahnung, was darauf ist. Und wir werden es gemeinsam herausfinden. In den nächsten Sekunden. Bleiben Sie dran. Das gibt's doch nicht. So, Dalla, bevor wir den jetzt reinstecken, wo ich nur mal erwähnt haben, es ist sehr, sehr unschlau, irgendwelche fremden USB-Sticks einfach mal schnell in PC zum Schirm, weil da kann ganz schnell sich eine digitale HIV-Infektion nach Re-Roll-Playen. Und ihr wollt's nicht, dass nur weil du einmal ganz kurz ungeschützt Stick irgendwo reinsteckst, dass du gleich ein Virus überhüpft, was euer ganzes System zerlegt. Also ich rate sehr davor ab, macht es auf keinen Fall. Ich hab das aber trotzdem schon gemacht. Oh, Schande über mich, ich hab's riskiert. Aber nicht um zu luren, was da drauf ist. Ihr darf euch doch niemals betrügen, Alter, was denkt ihr? Sondern nur um zu schauen, ob da überhaupt belegter Speicherplatz drauf ist. Und surprise, surprise! Es war locker 7 GB belegt. Und jetzt bin ich echt gespannt, was rauskommt, Alter. Let's go. Muss ich kurz die Bildschirmaufnahme starten. Nur mal zur Erwähnung. Mein Desktop ist ein bisschen unaufgeräumt, also wundert euch nicht. Ich hoffe, ihr müsst nichts mehr wegzensieren, was ich zensieren muss, weil da irgendwelche ominösen Inhalte drauf sind. Aber es schaut alles clean aus. In dem Sinne, let's begin. Ist er neu? Jetzt wird's echt spannend. Okay, ja, das schaut immer relativ interessant aus. Oh, die GGD. Track 05, Alter, ist das Musik? Schaut da noch aus, ich weiß es ja nicht. Okay, ich glaube, das schaut schon sehr arabisch aus, habe ich mal gerade gedacht. Okay, das ist irgendwelche random Musik drauf, nice. Nice ist Cover. Okay. Interesting, also ein kleines Album, nach dem schaut es mir aus. Mehrere Alben vielleicht. Bigala-Musik.
kann jetzt ganz, ganz wenig lesen, fällt mir so gerade auf. Also ist bloß halb so effizient. Okay, noch mehr Songs scheinbar. Not bad. Was ist noch drauf? New Folder. Oh, Videoaufnahmen. Scheiße, jetzt wird's richtig interessant. Das Dane ist sexy? What the giggity? PDF-Datei, Alter. Ich konnte es nicht lesen. Oh nein. What the fuck? Nein, jetzt klagt's. Skippen wir mal in irgendwann noch weiter, nein, das wird glaube ich dasselbe Inhalt sein. Das wird glaube ich alles so ein bisschen ähnlich sein. Brazzers, nass. Ja, was soll ich da jetzt sagen? Toll. Scheiße, ich hoffe, das war gerade nicht zu laut. Ich sollte ein bisschen vom Mikke weggehen. Und außerdem war es gar nicht schlecht, wenn ich da noch einen kleinen Zoom mache. So für die Facecam ist es doch schon viel besser. Ja, ist schon gut jetzt, ist schon gut. Schauen wir noch woanders rein. Internet. Leer, okay. Installen. Oh, cracked file, call the police. Rare key. Nein, Rarek. Soll ich da jetzt draufklicken, Alter? Ich glaube, das ist bloß halb so schlau. Besser nicht. Keymaker, what the fuck, Persian. Setup, da klicke ich gar nichts so. Und da ist irgendwas mit Adobe Flash Player. Okay. Cool story, bro. Wo führt der Linky? Okay. Ja. Also irgendwas Bemerkenswertes noch dabei, was ihr vielleicht übersehen habt? Na, glaub nicht. Was war das? Haufen random Shit. Das war das. War ich da schon drin? Achso, ja, genau. Ja. Schauen wir nochmal kurz in die Eigenschaften rein. Naja. 11 GB belegt, Alter. Der hat 16 GB, der Stick. Okay, sheesh, man. Interessant, ne? Was soll ich sagen? Ja, ganz interessant. Bei der Musik kann ich vielleicht auch noch durchskippen. Da ist vielleicht einiges dabei, was gar nicht so schlecht ist. Auch für Musik-Sessions, you know? Ja, crazy. Ja, that's it. Das Cover ist echt gar nicht schlecht, Alter. Das hat so einen Geschmack von Randomness, Alter. Genau das, was man braucht für gute Musik-Sessions. Wow. Crazy, Alter. Ja, krass. Das ist, was auf dem USB-Stick ist. That's it. That song. Let's pull it out. Einfach bevor der Virus überspringt, einfach wieder schnell rechtzeitig rausziehen. Got him. Ich hoffe, das Video konnte in gewissen Maßen unterhalten. Und ich frage mich, was als nächstes Video kommen könnte. Ja, vielleicht. Vielleicht was Richtung Musik-Session. Vielleicht nochmal ein bisschen Storytelling. So ähnlich wie das. Mit
gemixter Musiksession. Es geht um Radiomusik und so. That's it? Lass doch vielleicht ein Like da und mehr habe ich schon gar nicht zum Sagen. Bis zum nächsten Video! Und hauen sie rein. Bing!